Viele von euch kennen das Problem, dass es bei den Ladegeräten bzw. bei den Ladekabeln immer zu einem Kabelbruch kommen kann. Hier ein gutes Beispiel. Bei einem iPhone 5 Kabel, das Kabel ist relativ weich und beim Hin- und Herziehen hat sich hier ein Kabelbruch gebildet und beim Laden ist es dann auch irgendwann verschmort. Deswegen zeige ich euch heute mal einen kleinen Trick. Jetzt nehme ich hier in diesem Falle ein iPhone 4 Ladekabel, das ist ja aber auch in diesem Fall egal, da man jedes Kabel benutzen kann. Dazu bräuchtet ihr noch einen Stift. Den Stift dreht ihr bitte einmal auf und holt euch die Feder vom Stift. Die ist für uns jetzt sehr wichtig und relevant. Ihr könnt die ruhig etwas aufziehen, damit es auch ein bisschen lockerer wird. Ihr werdet schon sehen, dass es hier als Stabilisierung wirken wird. Wie machen wir die jetzt am besten dran? Und zwar, ihr nehmt die Feder und setzt sie einmal am Kabel an. So, dann dreht ihr die Feder so lange, bis sie um das komplette Kabel gebunden wird. Ihr braucht da jetzt nicht mit Vorsicht rangehen, ihr könnt schon mit etwas Gewalt rangehen, weil die Feder ist ja auch relativ hart. Was ihr natürlich mitbringen solltet, ist ein bisschen Geduld, weil es ist nicht immer ganz so einfach, da die Feder ja immer schmaler wird vorne am Bereich. So, dann machen wir erstmal hier unten weiter, damit wir die Feder komplett drin haben. Und wenn ihr merkt, es wird enger, zieht einfach die Feder etwas breiter, dann habt ihr es wieder leichter. So, ihr könnt schon erkennen, was ich daraus mache. So, jetzt wird es leider immer etwas enger. Das ist jetzt aber auch nicht schlimm. So, jetzt machen wir vorne noch etwas weiter. Wie ihr seht, ist es relativ eng. Und wir kommen sogar schlecht mit dem Finger rein, aber wenn man etwas Geduld und Spaß daran hat, dann kriegt man das auch etwas breiter, habt ihr jetzt gerade gesehen. So. Ja. So, jetzt bin ich schon vorne fast fertig. So. Jetzt schieben wir die Feder noch etwas höher und jetzt versuchen wir die Feder über dieses weiße, dickere Gummi zu bekommen. So, wenn es nicht klappt, einfach mit ein bisschen Geduld und eventuell den Stift zur Hilfe nehmen, denn da habt ihr ein bisschen Plastik, dann tut es auch am Finger nicht so weh. So. Hier etwas breiter drücken und drüber stülpen. So, dann machen wir hier unten noch mal weiter, ziehen das auch ein Stück auf. So. Hi. So, ich habe mir jetzt noch eine Schere geholt und eine kleine Zange, da es an den Fingern wehtut, man kann schon sehen, ich habe mir hier ein bisschen wehgetan, das blutet auch schon, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir nehmen die Zange und versuchen mit der Zange die Feder zu greifen, etwas über dieses Gummi zu bekommen. So, sieht schon besser aus. Dann bitte vorsichtig mit der Zange etwas die Feder hier enger drücken, aber bitte vorsichtig, damit die Spitze sich nicht in das Kabel reinbohrt. Ja? Also relativ einfach halten und fertig. So, jetzt habe ich hier noch ein kleines Stück. Das brauche ich eigentlich nicht, deswegen schneide ich es jetzt mit der Schere einfach mal runter. Da die Feder ja relativ dünn und einfach ist, kann man sie eigentlich mit einer Schere gut trennen. Zack. Also ihr braucht da jetzt keinen Seitenschneider. Ihr könnt das natürlich nehmen, aber muss es nicht. Dann drückt ihr bitte hier ein bisschen die Feder nach unten.
hebt sie etwas fest und dann drückt ihr hier genauso wieder mit der Zange dieses Stück von der Feder zusammen, also pressen. Zack. Und wieder hier bitte aufpassen, damit sich das nicht in das Kabel reinbohren sollte. Tack. So, haben wir es schon. Und jetzt haben wir eine Stabilisierung am Ladegerät. Sprich, wenn das Handy dann geladen wird, habt ihr automatisch den Effekt, dass der größte Druck auf der Feder bleibt und nicht am Kabel. Also sprich, das Kabel biegt sich dann nicht in diesem Falle, sondern es bleibt hier in der Feder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt dasselbe Spiel natürlich auch vorne machen, am Handy, weil hier sieht man schon, dass sich das Kabel zusammenzieht, weil ein Kabelbruch entstehen kann. Ja? Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Was ihr dazu einfach braucht, ist ein Stift, daraus die Feder, dann euer Ladegerät. Empfehlenswert eine Schere und eine kleine Zange. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit.